Hi und herzlich willkommen zurück bei Transport Fever 2. Wir sind hier am Stahlwerk Chengdu und wir hatten vor, hier noch Stahl und Kohle ein bisschen nach oben zu gehen, denn wir haben gesehen, blenden wir mal ein, dass hier die beiden Eisen- und Kohlezulieferer, die bringen nur 234. Das könnte noch ein bisschen höher sein. Und das heißt, wir müssten die mal ein bisschen updaten und gucken uns das Ganze hier mal an. Hoppala. Hier, wir haben hier den Zug. Was passiert, wenn wir den vielleicht ein bisschen abändern? Gucken wir mal. Ich will ihn ja erstmal nochmal kopieren erst. Oder wir nehmen hier so... Was ist hier mit den Triebwagen? Triebwagen geht nicht, oder wie? Ah, ich habe auf elektrische Triebwagen geklickt. Die kosten 1,5 Millionen. Okay, dann nehmen wir erstmal noch den. Und ich hau hier nochmal 8 von den Güterteilen ran. 1, 2, 3, 4, 8. Da fährt er noch mittelmäßig und braucht schon eine Weile. Okay, um doppelt so viel zu haben, sollten wir, wenn wir jetzt 8 haben, sind das 16, also vielleicht 14 Waggons. Okay, dann gucken wir uns den Triebwagen an. Der kostet 700.000. Und der kostet eher doppelt so viel. Dann nehmen wir mal den hier und hauen jetzt hier die Cargo-Teile ran. Und zwar offener Güterwagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann nochmal 1, 2, 3, 4. So, dann ersetzen wir das einmal. Das war jetzt richtig teuer. Aber wir gucken uns mal die Auslastung an. Dann ist der bei 441. Das ist fast ein bisschen viel. Dann machen wir das nochmal rückgängig. Kein Thema. Und nehmen von den Teilen 1, 2, 3. Das, dann kriegen wir 1 Million wieder. Okay. Schnappen uns hier den anderen, ersetzen den noch. Das Teil. Ups, hier sind die falschen. Brauchen die. Erstmal wieder 10. 1, 2, 3. Und wir gucken mal, mittelmäßig steht er. So. Jetzt sind die beiden gleich und stehen auf 410 bzw. 416. Damit ist die Stahlproduktion jetzt hier am Maximum. Und wir gucken uns das Teil mal an. Das sieht doch schon... Boah, das sieht doch richtig gut aus, was wir hier zusammengebaut haben. Dann können wir mal gucken, ob wir den hier... Lassen wir mal ein Stück vorfahren. Ja, wie schnell ist denn der? 100. 100 macht er hier. Mal den vielleicht mal so rumsetzen. Ah, ich würde nämlich gern schon ein Bild von dem haben. Das ist unsere erste richtig gute doppelte Diesel-Lok. Das sieht doch cool aus. Sehr schön. Nehmen wir mit hier drüben. Der andere ist gerade auf der Gegenspur unterwegs. Kommt hier gleich rein. Der derzeit nur 65. Da müssen wir mal gucken, ob wir hier gegebenenfalls... Wie viel ist denn hier der Speicher? 200... Irgendwas, weil das hier noch ein bisschen ausbauen könnten. Steht hier irgendwas, wie lang der Bahnhof ist oder so? Wirklich, ne? Dann nehmen wir uns einfach einen Bahnhof. Und zwar hier einfach ein 240er. Das ist ja der alte Standardbahnhof. Und ich setze den mal daneben kurz. Okay. Würde ich nämlich beide gerne etwas verlängern. Machen wir nur... Ich glaube, eins reicht. Schnappen uns jetzt hier das. Hauen jetzt hier noch eine Transportplattform ran. Und ein... Irgendwie anders aus. Wir haben die... Ups. Hier anscheinend etwas falsch gesetzt. So, die Transportplattform. Hier kommt das Teil ran. Und wir brauchen natürlich noch das Gleisstück. Super, passt. Ganzes wieder in Ordnung und dann können wir hier hoffentlich ein bisschen mehr lagern. Hier oben müssen wir mal gucken, dass das gleich passt.
Der zieht sich jetzt hier das Zeug raus und dann sieht auch ein bisschen cooler aus, weil der dann nämlich reinpasst. Das ist gut. Aber ich lasse ihn jetzt erstmal kurz hier rausfahren. Der andere ist gleich vorne. Ja. Oh, jetzt haben wir schon wieder... Aha, anscheinend eine neue Dampflok bekommen. Interessant. So, und hier machen wir das jetzt auch nochmal. Plattform. Hier eine Plattform ran. Eins davon ran. Und hier vorne gucken wir mal. Gleise ist super. Passt wieder. Und dann kann es weitergehen. Wunderbar. Dann sollten wir hier jede Menge Stahl produzieren. Ja, genau. Die bringen hier die 400 Stahl hin, produzieren das hier. Das Ganze geht in diese Schiffe. Wir gucken mal kurz. Die machen ja aus zwei ein und die bringen 400 an. Also müssten die Schiffe ungefähr 200 wegbringen, was sie tun. Irgendein Zug meckert. Der hier anscheinend. Dann drehe ich den mal kurz. Immer noch? Was ist denn dein Problem, lieber Zug? Was hat denn der für ein Problem hier? Dass er hier rausguckt und... Ah, dass er hier anscheinend ein bisschen rausguckt. Okay, dann machen wir das erstmal folgendermaßen. Wir konfigurieren einfach den Bahnhof etwas um. Kann sein, dass das jetzt einfach ein Stück weiter zu weit da vorne ist. Ich hau hier hinten die beiden rein. Dann haben wir den hier ein bisschen verlängert. Oh, jetzt gucke ich nochmal. Sieht's besser aus, ne? Nochmal kurz, ob der hier entsprechend rausfährt. Das tut er. Okay, und dann ist das auch in Ordnung. Wunderbar. Klappt soweit. Der liefert hier an, die bringen das weg. Die Rate passt und die bringen das jetzt hier hin. Beziehungsweise dahin, um genau zu sein, zum Stahlwerk. So dass der hier jetzt doppelt Stahl geliefert kriegt, nämlich einmal eine 200er Route von dort und von hier drüben kriegt der Stahl 300. Okay. Das heißt, wir gucken uns das hier nochmal an. Die müssten ja auch 400 bringen. Das schaffen sie derzeit ganz gut. Und der müsste das entsprechend mitnehmen. Das heißt, ich kann den mal abändern. Wir haben ja genügend Geld, um das hier über das Menü zu machen. Müssen den jetzt nicht irgendwo reinschicken in das Depot. Und der kriegt jetzt einfach mal von diesen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 die Teile. Dann ist er ein bisschen billiger auch und sollte aber auch ein bisschen schneller sein. Sollte sich dann nämlich ausgleichen. Weil der hat ja hier ganz schön mit diesen Steigungen auch zu kämpfen. Wobei wir hier natürlich, man versucht hier ein paar mehr Tunnel zu bauen. Aber er braucht schon ein bisschen, um zu beschleunigen. Und jetzt sollte er hoffentlich ein bisschen schneller raus beschleunigen. Ich finde es eine sehr, sehr schöne Strecke hier. Direkt am Wasser lang, gefällt mir gut. Okay, damit ist das erstmal, bin ich hier mit den Stahlanlieferungen zufrieden. Womit ich noch nicht zufrieden bin, ist die Holzanlieferung. Ja, hier kommt jetzt 400 Holz an. Das passt also. Derzeit eine Kapazität von 200, der gute Zug. Das heißt, den könnten wir eigentlich auch mal ersetzen. Und schnappen uns hier mal den. Und hauen jetzt mal hier unten Holz. Was habe ich gerade gesagt? Wie viel hat der? 200. Probieren wir es mal mit 180 Kapazität. Sollte ja auch ein bisschen schneller sein. Schau mal hier rüber. 391. Naja, das ist ein bisschen knapp. Da könnten wir notfalls noch ein bisschen was draufgeben. Aber der sollte hier unten die Verbindung auf jeden Fall jetzt besser hinkriegen. Hat hier diese cooleren Holzwagen und fährt insgesamt ein bisschen schneller. Okay. Das heißt, das passt. Hier haben wir jetzt, was, 400 Holz? Ne, der braucht die ja doppelt. Aber der kann hier ja nur das abholen. Das heißt, wir bräuchten hier an der Stelle, das hatten wir ja schon mal gecheckt, bräuchten wir mehr Holz. Hier hinten, ja,
Hier hinten haben wir Holz. Ach, guck mal, hier haben wir Holz. Das ist ja super. Nein, wir hatten schon beim letzten Mal geguckt. Hier gibt's Holz und da hinten gibt's Holz. Das heißt, wir könnten hier... ich könnte den natürlich noch auf diese Spur hier mitnehmen. Könnte auch hier hinten einen langfahren lassen, der das dann ja quasi hier rüber fährt und das hier hinbringt. Habe ich sonst noch irgendwo Holz? Das andere Holz ist da. Da könnten wir hier unten langfahren, aber das macht es ja auch nicht wirklich besser, oder? Und der bringt die Sachen auch von da. Das heißt, dass wir brauchen einen Holzanschluss. Ich glaube... Was meint er denn? Das ist doch am nächsten noch, oder? Aber hier durchzukommen ist natürlich auch nicht einfach. Könnte ich auch mal was bauen, dass die Züge hier vielleicht drüber fahren über die mittlere Strecke. Ansonsten könnte ich die hier durchschleifen. Wäre auch noch eine Option. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Wir gucken hier nochmal auf alle Zugverbindungen. Wie sieht es denn hier aus? Zustand? Mittelmäßig. Okay, aber das ist ja alles noch halbwegs in Ordnung. Wir haben hier halbwegs ordentliche Dampfloks, die hier unterwegs sind. Das gefällt mir. Hier hinten der Treibstoffzug, der ist noch nicht so mega. Der bringt hier diese 180 Treibstoff immer hier hin. Und lagert das dann hier irgendwo ein. Und die warten auf ihn, genau. Und so kriegen wir halt den Treibstoff nach Chengdu und das klappt sogar ganz gut. Bin ich ganz zufrieden mit. Ziele, ne, alle Ziele irgendwie abgedeckt, wenn auch nicht perfekt. Hier zum Beispiel Jiangsu. Na, Jiangsu ist nicht doll, obwohl Jiangsu gleich um die Ecke ist, ja. Das ist interessant. Da könnten wir vielleicht noch was machen, aber wir sollten erstmal uns ums Holz kümmern. Immer noch nicht so richtig eine Idee. Ein anderes Holzteil. Hier hinten ist das. Achso, das können wir natürlich auch gucken. Hier hinten ist so ein Holzfabrikat. Dings. Das würde von dort und von dort vielleicht passen. So dass wir wirklich von hier das Holz ziehen sollten. Hier komme ich auch nicht wirklich drauf, ne? Wenn ich mal kurz gucke, falls ich hier sowas bauen wollen würde, wäre das ungefähr so. Ich nehme das hier hoch, schaffe ich nicht. Zu große Steigung. So, ich könnte hier hinten rangehen. Dann wäre das etwa hier lang. Und der würde da entsprechend reinfahren. Aber dann bräuchte ich natürlich relativ viel Power. Und hier habe ich wiederum das Problem, ich komme hier gar nicht ordentlich lang. Ja? Also ich komme zwar hier irgendwie so ein... Hier würde ich vielleicht so ein bisschen rumkommen. Aber irgendwie muss das Holz hier hin. Alternative wäre noch... Nee, ich habe keine Alternative mehr. Von hier mit dem Boot. Ja? Von hier mit dem Boot da rum... Oh, das wäre doch eine Idee. Haben wir hier? Hier ist ein großer Berg. Aber wenn wir hier so eine Art Kanal reinsetzen würden, könnten wir das... theoretisch hinkriegen und hier das Holz hinliefern. Ich glaube, das ist am coolsten. Wir machen das mal. Wir ziehen jetzt hier einfach Kanal durch. Das ist komplizierter, als ich dachte. Guckt euch mal an, was das Ganze kostet. Meine Güte, Millionen hier für den Kanalbau. Und guckt euch das mal an. Das ist natürlich auch eine Wucht hier. So, hier vorne mache ich mal die Öffnung gleich ein bisschen breiter. Vielleicht hier lang auch gleich so. Okay. Und dann, ich baue den hier erstmal ein bisschen rum. So, und dann läuft das hier in so einer Art Trichter zusammen. Mal, ob das passt. Gott. Sind ja riesenhohe Wände hier. Genau, nur mal angenommen, ich würde jetzt hier einen Frachthafen hinsetzen. Außerhalb befahrbaren Gewässer.
Okay, es ist wahrscheinlich einfach nicht breit genug derzeit. Also wir müssen hier noch ein bisschen, mal die Werkzeuggröße noch ein bisschen nach oben. Also das sieht schon irgendwie ganz cool aus hier, so wenn wir das da so reinhauen in den... Wir noch mal auf die befahrbaren Gewässer. Ah, das ist ja alles noch nichts hier. Aber jetzt wird es langsam. Nehmen wir auf der Seite noch ein bisschen was weg. So. Ah. Oh. Jetzt kriegen wir das doch langsam hier hin, würde ich sagen. So. Hier hinten dann so ein bisschen das Ganze so. Guck hier, dass ich auf der Seite noch ein bisschen was rausnehme. Weil es hier gleich ein bisschen. So. Okay. Hier an der Stelle ist es am schmalsten. Hoppala, das war jetzt die falsche Richtung. Ich muss mal gleich nochmal umschalten auf den, auf das andere. Sonst sieht das nämlich. Sonst sehe ich nicht, wie das ausschaut. Aber hier hinten würde das Ganze jetzt passen. Ich mache hier die Ausbuchtung mal ein bisschen größer. So. Man hier so ein bisschen das Gefühl hat, dass das auch ein Hafen ist. Ja. Gucken wir uns das Ganze an. Sieht jetzt natürlich noch sehr nach... Sieht noch nicht so toll hier jetzt aus. Da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten. Aber mal angenommen, ich würde hier jetzt einen Hafen hinsetzen. So. Ich setze den einfach mal kurz. Das sieht gut aus. Dann würde ich hier mit der, Straße wahrscheinlich rankommen. Machen wir mal kurz so. Ziehen das kurz da lang. So, einfach nur. Perfekt, das passt. Alles klar. Dann nehme ich das Ganze nochmal raus. Und jetzt machen wir das hübsch. Ich möchte hier gern ein bisschen Tiefe hinhaben. So. Hier auch. Voilà, das war jetzt ein bisschen viel hier vorne. Dann müssen wir es am Ende jetzt gleich nochmal weich zeichnen. So. Ja. Ja. Wenn wir hier jetzt noch so ein bisschen, kriegen wir es noch so ein bisschen abgeflacht hier. Hm. Okay. So, jetzt müssen wir schauen, ob der Kanal noch tief genug ist. Sieht gut aus. Das Einzige, was mir nicht ganz gefällt, ist hier dieses Stück. Ah? Kann ich mache ich das jetzt gleich in die andere Richtung wieder genau entgegengesetzt. Ah? Okay, das sieht gut aus. Hier vorne noch ein bisschen abschrägen. Ah? Vielleicht hier noch das so ein bisschen wegnehmen. Ja. Das Ganze jetzt ein bisschen ausgleichen. Okay, super. Gucken wir uns kurz an. Fahrt. Ja, das sollte passen. Okay, also hier hinten entsprechend der Hafen hin. Soll man vielleicht auf Lad stellen. So. Zack. Dann brauchen wir natürlich eine Straße. Gucken wir mal, hier ist jetzt noch Kollision. Ja. Die führt hier drauf. Das Ganze ist angeschlossen. Perfekt. So, dann führt das hier lang. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier drunter kommen sie durch, da kommen sie lang, hier kommen sie rum. Und dann brauchen wir hier natürlich noch einen Hafen. Am besten aber gleich auf der Seite, dann müssen die hier nicht noch unter der Brücke durch. Na wunderbar. So, Linie vergeben wird jetzt noch das Einfachere. Von dort nach dort. Aha. Ist nicht, oder wie? Kann doch nicht sein. Müssen wir hier noch was ausheben jetzt? Okay, ich mache jetzt mal kurz Folgendes.
nehme hier nochmal ein bisschen mehr von dem Werkzeug und ziehen das jetzt mal bis da hinten. Ziehen auf der Seite hier das noch ein bisschen größer. Ja. Okay. Und ich versuche hier noch ein bisschen tiefer zu kommen, was die Fahrtrinne angeht. Ja. Ja, das sollte jetzt ja eigentlich hier ausreichen. Oder gibt es hier noch irgendwo anders Probleme? Hier ziehe ich den so ein bisschen rüber. So. Jetzt gleichen wir das hier wieder ein bisschen aus. Okay. Sieht ganz praktikabel aus, was wir hier machen. Vorne noch diese Teile so ein bisschen weg. So. Jetzt gucke ich hier nochmal rauf. Sieht ein bisschen größer aus. Schauen noch mal. Nee, irgendwas klappt nicht. So, wenn ich jetzt mal schaue, ich nehme mal das noch mal raus, setz hier. Ah, kann sein, dass ich irgendwie auf Bahn gesetzt habe. So, ich mache noch mal eine neue Linie von hier nach da. Nee, will er nicht. Von hier nach da. Okay, also von hier nach dort geht. Das heißt, irgendwie scheint es an dem Stück hier zu liegen. Mache ich mal kurz was anderes und mache von dort nach dort. Das geht auch. So, was ist jetzt hier dein Problem? Wir reißen das mal nochmal ab. Und probieren es einfach nochmal neu. Ein bisschen weiter hier nach vorne vielleicht, sodass aber hinten noch die Anbindung da ist. So. Kann doch nicht sein, das muss doch anbindbar sein, wenn die bis da kommen. Ah, jetzt geht's. Okay. So, jetzt haben wir die Verbindung und die können wir wegreißen und dann ist das hier nämlich Boot Holz 01. Gott, das war ja hier, wir bauen einen Kanalfolge, meine Güte. Aber es hat sich gelohnt. Ich kaufe mal erstmal eins. Das hier? Achso. Oh, Boot, Holz. Dann gucken wir mal, was bringt die Route so. 85 brauchen wir also auf jeden Fall noch ein zweites Boot. Können wir gleich hier rüber machen, das geht auch. Boot, Holz. So, zwei Boote unterwegs. Hier unten fährt unser Stahlboot lang. Dem würde ich jetzt gerne mal folgen. Er sollte ja dann auch Geld einbringen hier, oder? Und der ist auf dem Weg da nach oben. Hier müssten wir jetzt mal gucken, dass ich das hier vielleicht noch eine Runde umbaue, damit es ein Stück schöner ist. So wie wir das bei den anderen Häfen auch gemacht haben. Und zwar schmeißen wir dazu dich raus. Lustig, dass es geht und dass es hier noch zusammenbleibt. Auf jeden Fall aber gut so. Jetzt hätten wir hier natürlich ein paar Probleme. Ja. Zack, zack. Seht ihr, dann sieht der Hafen hier schon richtig, richtig gut aus. Ist da hinten angeschlossen. Hier vorne würde ich das auch gern noch mit dem Hafen machen. Konfigurieren, den rausschmeißen. Wie gesagt, einfach damit die Häfen ein bisschen größer ausschauen. Seht ihr, das sieht doch hier schon richtig cool aus. Dann hat man hier den Hafen, der da so rumführt. Wunderbar, hier stehen die ganzen Fahrzeuge an und warten. Die bringen 400 ran. Okay, damit liegt er auf der Hälfte hier. Was sagt denn unser Zug hier unten? Eigentlich der hier. Der hat jetzt nur 378. Der könnte also theoretisch eins mehr haben. Muss jetzt hier aber schon ganz schön raus beschleunigen. Ja, braucht ein bisschen. Ja, egal, das machen wir irgendwann mal, den ersetzen wir den, das wird schon hinhauen. Genau, hier oben unser Kanal. Ja, das sieht doch hier auch. Ja, das sieht sehr künstlich aus. Aber genau, das ist ja ein Kanal. So,
würde sagen, ja, warum nicht? Warum nicht? Dann haben wir uns dieses Thema mit den Gleisen da oben gespart. Der sollte jetzt hier deutlich mehr produzieren, wenn dann irgendwann das hier überhaupt ankommt. Das wird alles noch ein bisschen dauern. Ich stelle die Schiffe mal auf Warten. Quatsch, war ja hier schon richtig. Da stelle ich sie auf Warten. Die machen sich auf den Weg. Was ist mit dem Schiff hier eigentlich? Stahl. Ist das das Stahlschiff? Wieso kriegt denn das Stahlschiff hier keine Anzeige? Ah, hier hat es jetzt. Genau, jetzt ist es im Plus. Und hier drüben ist ja mein Maschinenschiff. Das bringt 88 Maschinen nach hier unten. Ich würde sagen, dieses Maschinenschiff stelle ich mal nicht auf das, sondern das kann direkt dann ablegen. Genau, und dann sollten wir hier ja... Kommt mehr Stahl dann rein und dann demnächst hoffentlich auch mehr Holz. Und dann haben wir hier mehr Maschinenteile, die wir in Tianjin benötigen. Perfekt. Hier muss ich noch gucken. Versand, Produktion ist auf 400. Produktion ist auf 400, das ist ja schon mal gut. Der Versand ist noch nicht ganz so hoch, weil... Warum eigentlich? Eigentlich müssten doch hier stehen die Leute schon an und warten. Müssten die das doch eigentlich... Ah, wartet mal. Ich hab doch hier logischerweise einen so ein... Hier, LKW-Maschinen und der andere fährt die dahin. Dann gucken wir uns das mal kurz an. Hier. Genau. Ich würde mal Folgendes machen. Ich reiß den mal hier weg. Ja. Dann setzen wir den mal kurz neu und gucken mal, ob wir den besser setzen können. Gebäude. Abladestation. Ja, das ist nämlich alles ein bisschen weiter hierher gerutscht. Setze ich doch die Abladestation einfach mal vielleicht nach hier. Weil die reicht ja dann auch noch darüber, ne? Vielleicht sitze ich schon gar nicht so schlecht hier, aber hier erreicht sie, doch die draußen erreicht sie auch noch. Ja, eigentlich sitzt sie da, wo sie war, perfekt, verdammt. Gut, dann setzen wir sie da einfach wieder hin. Alles klar, als wäre nichts gewesen, alles gut. Ich dachte, dass es vielleicht daran liegt, dass der nicht alles hier hinliefern kann. Die andere sitzt hier und liefert in den Bereich. Die sitzt da eigentlich auch ganz gut, die Abladestation hier. Gut, dann passt das. Könnten mal gucken, ob wir hier vielleicht ein paar Sachen upgraden könnten. Oder ob das hier viel zu teuer wird, wenn ich hier so ein Upgrade-Teil... werden Gebäude entfernt. Hier wird jetzt richtig viel entfernt, aber wir könnten natürlich mal überlegen, ob wir die großen Straßen mal ausbauen. Hier zum Beispiel so. Die Straßenbahn fährt hier immer noch außen lang, ne? Und hier fährt sie hier unten jetzt rum. Ich baue hier die Strecke mal aus. Ich will mal wissen, ob sich das irgendwie auswirkt. Die kann ich gar nicht ausbauen, weil mein Hauptquartier im Weg ist. Ich platziere das mal ganz kurz hier um. So, einfach mal nur zum Testen. Ich will nur wissen, ob das irgendwas ändert an dem, was wir hier tun. Wir führen die einmal hier lang. So. Jetzt ist das alles auf groß umgebaut. Ich würde gerne hier hinten diese Straßenbahnstation mal abreißen. Ja. Dann mache ich hier kurz Gleise ran. Hier, ne? Ja. Hier kommen Gleise hin. Dafür würden die anderen Gleise dann da wegkommen. Das kann ich nur noch nicht machen, weil die Straßenbahn ja hier noch drauf fährt. Das heißt, ich mache hier jetzt... komm, eine Haltestelle hin. Da ist eine Haltestelle, da ist eine Haltestelle. Dann mache ich mal hier auch noch eine hin. Na? Fährt der hier rum. Hier haben wir eine, da haben wir eine. Okay.
sie jetzt hier mit drinne im Fahrplan oder nicht? Ist sie anscheinend. Okay, hat er ersetzt. Dann funktioniert das Ganze. Wir haben hier jetzt große Straßen. Und unsere Straßenbahn sollten auf diesen großen Straßen jetzt hier einfach, das sollte sich ein bisschen besser bewegen, alles in der Stadt. Hoffe ich mal. Das Teil werden wir noch wieder umplatzieren. Mal ganz kurz gucken. Dass das hier wieder reinkommt. Zack. Da steht unsere Zentrale wieder. Wunderbar. Genau, Tianjin müsste jetzt ein bisschen hier runtergegangen sein, weil wir ein paar Gebäude weggehauen haben. Das sollte sich aber schnell wieder erholen. Die Stadt sollte sich hier entsprechend ausbreiten. Und wir gucken mal, ob vielleicht diese größeren Straßen hier jetzt etwas besser ankommen. Was ist hier eigentlich für ein Teil? Geschäftsgebäude, irgendwie so ein Marktgebäude. Na gut, wir sind auf jeden Fall am Ende der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs mit mir Kanal bauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei neues Flugzeug. Oh, das ist ja schon ein krasses Teil. Das werden wir dann auch demnächst mal ausprobieren, die Flugzeuge. Ich wollte eigentlich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Transport Fever 2. Bis dann, macht's gut.